So, ihr Lieben, wir warten ja in der Regel immer darauf, ob uns hier die Kirche ihren Segen gibt, aber es scheint heute auch wieder nicht so zu sein. Und ich glaube, dass die Stefani-Kirche uns nicht weiter stört mit ihrem Glockengeläut. Von daher würde ich heute erst einmal Hallo sagen, liebe Montagsfamilie, liebe Klardenker, Demokraten. Was soll ich sagen? Schön, dass ihr wieder so zahlreich hier erschienen seid. Ich habe gerade erfahren, und es gab die Woche ein Kommunikationsproblem, dass die Colette heute in Zeitz ist. Aber wir haben Gastredner, die ich dann gleich noch mit ans Mikrofon bitten würde. Der Wolfgang wird heute zu uns reden, und ich habe auch eine Kleinigkeit vorbereitet, und mit der möchte ich gerade eben beginnen. Am Freitagmorgen habe ich, wie ich das so häufig mache, so mit einem halben Ohr, mit einem halben Auge beim Anziehen, beim Klarmachen für den Start in den Tag, Frühstücksfernsehen an, wie vielleicht der ein oder andere von euch auch. Man muss ja wissen, was, ich will nicht gleich sagen, was der Feind sagt, aber man muss ja informiert sein, nicht wahr? Und da höre ich plötzlich, wie wieder der ein oder andere Demonstrant, der gegen rechts demonstriert hat, interviewt wird. Und wie er dann erzählt, dass er eigentlich für Demokratie und für ein buntes Deutschland auf der Straße ist. Und da fällt irgendwie gar kein Wort davon, dass er gegen Nazis auf der Straße patrouilliert und so weiter. Und es hat mich schon sehr verwundert, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass unsere Gesinnungspolizei solche Sachen natürlich auch schnell aus den Mediatheken rausnimmt, weil es nicht in ihr linkes Narrativ passt und eigentlich so gar nicht dem entspricht, was man uns die ganze Zeit weiß machen will, dass Hunderttausende auf der Straße sind. Ich glaube, gestern ging es wieder viral, was in Berlin, wie viele in Berlin waren, wie viele in Köln waren. Das war, ich glaube, fast ein kleineres Grüppchen, als hier heute steht. Und zeigt eigentlich nur, was den Leuten da vorgegaukelt wird. Aber nichtsdestotrotz bin ich nach Freitagnachmittag in der Lage gewesen, zeitlich einfach mal zu gucken, vielleicht haben die ja recht. Ich bin ja keiner, der sich nur mal hinstellt und sagt, wir haben hier die Wahrheit zu verkünden und alle anderen lügen. Also habe ich mir die Mühe gemacht, um einfach mal zu gucken, beim BKA zum Beispiel, beim Bundeskriminalamt, auf der Original-Homepage, wer sind denn eigentlich die meistgesuchten Verbrecher in Deutschland? Ich rede hier nicht über das FBI oder CIA oder irgendwer, sondern wer wird in Deutschland am meisten gesucht? Wenn es eigentlich nach den Linken geht, müsste dort ja alles zu finden sein, von arischer Bruderschaft bis hin zur NSU. Die müssten ja dort alle in den Top-10-Listen vertreten sein. Und dann habe ich mir halt diese Mühe gemacht, und nun folgt ein ausdrücklicher Hinweis. Bevor ich diese Liste verlese, es sind nur 10 Namen, die es schwerfällt auszusprechen. Bevor hier wieder irgendwelche lupenreinen Demokraten, die das Video sehen, die Nazi-Keule über mich schwingen und einen Eimer Scheiße über mich auskippen, bitte lasst es. Das sind die originalen Namen, und ich habe das nur getan, um einfach mal zu gucken und Klarheit zu haben, wer in Deutschland von den bösen Nazis dort zu finden ist. Und jetzt würde ich diese Namen verlesen wollen und nochmal ausdrücklich sagen, es geht hier nicht darum, irgendwelche Neubürger zu, zu diskreditieren, danke, oder in irgendeiner anderen Art und Weise den Leuten klarzumachen, dass nur die Ausländer hier in Straftaten verwickelt sind. Dem ist nicht so. Nochmal, hier stehen Demokraten, hier stehen klardenkende Menschen, und deswegen verwehre ich mich gegen diesen Vorwurf. Nun lese ich die Fahndungsliste des deutschen Bundeskriminalamtes vor. Und da beginnen wir mit, also nochmal, die Namen sind schwer auszusprechen. Alexander Pelenko, 44, tötete 2 Menschen. Christian Dennis Witschlawek, 30, wird wegen Totschlags gesucht, prügelte einen Obdachlosen tot. Mehmet Sengül, 23, wurde nach einer Schießerei in Hagen gesucht. Und jetzt kommt der einzig deutsche Name, den ich dort finden konnte. Das war Johann Guntermann, und das ist ausgerechnet ein Linksextremist, also von der Antifa, tatsächlich. Ja? Also der Name ist allgemein bekannt, der wird nämlich schon länger gesucht, der Kollege. Dann geht es weiter mit Hatzi Murat Chieve. War Teil einer Tschetschenbande, also den Namen kriege ich echt nicht raus. Fared A, 26, wird wegen internationalem Haftbefehl gesucht und gefahndet.
Ihab El Ravi, 28, soll an einer Schießerei beteiligt gewesen sein. Ramin Yagdaparev, 33, soll einen Mann mit einer Uzi erschossen haben. Yusef Akkaf ist ein mieser Erpresser. Also meine Recherche zeigt mir einmal mehr, dass man mit selbstständigem Denken eigentlich ein wenig klarer denkt. Also mit ein paar Mausklicks kann man sich diese Informationen einholen. Und ich sag's nochmal, ich habe dort schlicht diese ganzen Nazis, die man jetzt momentan gerade verfolgt in Deutschland, wirklich vermisst. Ja, sagte ich bereits, es beweist einmal mehr, dass diese ganze Kampagne gegen rechts nur davon ablenken soll, was hier in diesem Land tatsächlich passiert. Es zeigt, dass man die Leute für dumm verkauft, dass man, wie gerade Deutschland gegen die Wand gefahren wird. Es soll die Opposition schwächen, welche Opposition auch immer. Das sei jetzt mal dahingestellt. Ich will nicht schon wieder dieses AfD benennen, weil man uns dann auch immer gleich als AfDler dann hier bezeichnen würde. Also nochmals, keine Berichterstattung über die, also der Qualitätsmedien über die massiven ausgebrochenen Gewaltproteste in Frankreich, Belgien, Niederlande und so weiter. Ihr wisst das alle. Also ihr habt in den sozialen Medien gesehen, dass dort Straßen brennen, dass dort Straßen aufgerissen werden, dass die Franzosen dort einen ganz anderen Ton an den Tag legen als unsere Bauern in Deutschland. Und all das wird totgeschwiegen. Das Säbelrasseln, das die größten Manövers der NATO gegen Russland, was in einem Desaster enden könnte. Ich hatte es letzte Woche schon bei mir auf dem Zettel und ich hoffe, dass es nicht in einem Desaster endet. Kein Bericht über die Abwanderung unserer Industrie ins Ausland, der Schließung tausender mittelständischer Unternehmen und der damit einhergehenden Verluste dieser ganzen Arbeitsplätze. Davon wird nichts berichtet. Das findet nicht statt. Das ist nur Schwurbelei, wie schon zu Corona-Zeiten. Und dass der Mittelstand abwandert und die Geschäfte schließen, daran ist ja schließlich der Russe schuld. Genau, genau. Nachdem unsere Gesinnungspolizei wieder den Verfassungsschutz missbraucht hat und Herrn Maaßen als Rechtsextremisten eingestuft hat, frage ich nun einmal höflich nach, ob Frau Wagenknecht ebenfalls schon unter Beobachtung steht. Ich frage für einen Freund, der schon gar nicht mehr weiß, was er eigentlich wählen soll in diesem Land. Danke.